Mein Name ist Ralf Morgenstern und ich arbeite heute Abend für Red Carpet Star TV. Und hier, das ist der CSD, Christopher Street Day, in Köln. Der größte neben dem Christopher Street Day in Amsterdam, in Europa. Immerhin, das hat Köln geschafft und es geht. In letzter Zeit mussten wir es leider etwas härter erfahren. Die Gleichstellung ist langsam durch, aber hier in Köln machen uns auch rechte Leute zu schaffen. In diesem Sinne, heute die Gala. Es ist zwar lustig feiern, aber es ist ein politischer Hintergrund und den sollten wir nicht vergessen. Aber jetzt wünsche ich allen ganz viel Spaß. Vielen Dank und tschüss. Ja, ich unterstütze ja schon seit Jahren die AIDS-Hilfe. Ich finde die Entwicklung, die diese Organisation gemacht hat, sehr unterstützenswert. Wir müssen immer noch dafür kämpfen, dass Leute nicht ausgegrenzt werden. Und dafür muss man einfach solche Veranstaltungen mitmachen. Die Kölner AIDS-Hilfe ist sehr wichtig für uns. Jugendzentrum Anyway genauso. Ich meine, es gehört zu unserem Leben dazu. Ich habe so ganz offenen Onkel und offenen Vater. Die unterstützen mich immer bei meinem Outing, die unterstützen immer wieder. Und wir geben halt unser Gesicht dafür gerne. Wir unterstützen, sind dafür da. Heutzutage im Jahr 2013, ja, da muss man offen sein für alles Neue. Und die beiden, ne, sind meine Eltern quasi. Wir sehen das genauso wie Florian. Die AIDS-Gala in Köln ist eins der wichtigsten Gala für uns. Und da lassen wir uns immer gerne wieder blicken und unterstützen das ganze Projekt auch. Florian hat ja schon alles gesagt, mein Bruder auch. Wir freuen uns darüber, wirklich. Ich bin jetzt hier heute Abend einerseits als Vertretung des Oberbürgermeisters, also als Bürgermeisterin dieser wunderschönen Stadt der Vielfalt, auf der anderen Seite als Vorstand der Kölner AIDS-Hilfe. Und wir feiern hier heute Abend zusammen. Aber wir werden natürlich auch das Thema HIV und AIDS in den Mittelpunkt der Gala setzen. Es geht auch um Ausgrenzung der Menschen, die betroffen sind. Und da brauchen wir ganz, ganz viele Menschen, die das mit mir gemeinsam zeigen, selbstbewusst die Menschen unterhaken und niemanden irgendwo durchs Rost fallen lassen und Rücken gerade machen, die Menschen stärken, die uns anvertraut sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Krankheit, die zwar durch die Medikamentenentwicklung inzwischen erträglicher geworden ist, aber es ist natürlich immer noch im Alltag schwierig. In Köln sind wir inzwischen eine sehr tolerante Stadt, aber wenn man im Umland wohnt oder gar in Bayern wohnt, dann ist das um Längen sehr, sehr viel schwerer und Menschen werden heute immer noch ausgegrenzt und dafür setze ich mich vehement ein, dass das entschieden verändert wird. Mein Name ist Johann König, ich bin Entertainer im Bereich Humor, ich mache Humor-Entertainment. Professionelles Humor-Entertainment. Red Carpet Star TV. Und ich bin dabei. Dabei bin ich mit dem Fahrrad hier. Das passt gar nicht. Auf jeden Fall ist das ein Trend. Charity und Zukunft ist für die Wirtschaft auf jeden Fall was Gutes. Ich finde ja die Worte AIDS und Gala passen gar nicht zusammen. Darum bin ich sehr gespannt, wie die das zusammenbringen. Es ist ja ein ernstes Thema. Ich mache viel zu selten gute Sachen. Ja, hier sind die Botox Boys, Florian Wess aus Köln. Wir lieben euch, danke fürs Zusehen.